Der Verband Deutscher Schwarzpulverkanoniere e.V. hat seinen Sitz auf Burg und Schloss Alstedt und engagiert sich dort seit Jahren auch für den Erhalt der Anlage. Neuestes Projekt ist die Beleuchtung für einen mittelalterlichen Brunnen im Innenhof. Am 29. März sollte die neue Lampe im Beisein auch zweier Vertreterinnen der Sparkasse Mansfeld-Südharz, die sich an der Finanzierung beteiligt hat, installiert werden. Ja, wir finanzieren das parallel der Erlebniswelt Museen mit Mitteln, die wir von der Sparkasse zur Verfügung gestellt bekommen haben, aus der PSZ-Zweckertragsausschüttung, und der Bundesverband der Schwarzpulverkanoniere trägt die zweite Hälfte aus seinen eigenen Mitteln. Und Sie als Museumsverband freuen sich? Wir freuen uns immer, wenn wir Geld bekommen, und wir arbeiten auch sehr gut mit der Sparkasse zusammen, die ja auch sehr viel kulturelle Projekte fördert, und wir sind eigentlich immer froh, dass wir in der Sparkasse einen starken und ansprechbaren Partner haben. 42 Meter ist der Brunnen tief und hat ungewöhnliche 4 Meter im Durchmesser. Glücklicherweise gibt es neben dem eigentlichen Brunnenloch oben im Hof noch einen weiteren Zugang durch den Keller. Die Kanoniere fanden in ihren eigenen Reihen jemanden, der sich die schwierige Aufgabe, eine Lampe im Brunnen anzubringen, zutraute. Der Restaurator Holger Karnal. Er liebt nicht nur Kanonen, er arbeitet auch am Seil. Kletterei, das ist kein Hobby, das ist nur berufsbedingt. Gewerbeklettern, ne? In der Restaurierung bin ich eigentlich tätig. Mhm. Da macht man mal solche Sachen mit. Aber in so einem Brunnen klettert man nicht jeden Tag? Nee, macht man nicht jeden Tag. Ist mal was ganz anderes. Ich hatte den letztes Jahr schon mal befahren, war schon mal ganz unten. Mhm. Und natürlich durch den Gang? Nee, auch hier durch das kleine Loch. Mhm. Da gibt es noch schöne Bilder, ich habe gerade so durchgepasst, gell, Folger? Mit meinem Abseilgerät und so. Ja, wir als Verband Deutscher Schwarzpulverkanoniere haben wir unseren Sitz hier auf Burg und Schloss Alstedt, und seit 5 Jahren versuchen wir natürlich auch, diese Burg attraktiver zu gestalten. Das haben wir einmal geschafft mit diesem Ausbau des Pulverkellers, dann die Schießscharten ausgebaut, und das nächste Objekt ist jetzt diese Beleuchtung dieses mittelalterlichen Burgbrunns, um auch den Besuchern zu zeigen, wie so ein Brunnen im frühen Mittelalter aussah. Und dafür haben wir befreundete Kanoniere eingeladen, die das fachmännisch heute durchführen werden. Sie sagten gerade, der Brunnen hat nie Wasser geführt. Wieso? Man sagt, in der Literatur haben wir nachgelesen, dass das eventuell eine mittelalterliche Fehlkonstruktion war, da der Brunnen unten am Brunnenboden völlig trocken ist und hat im Prinzip auch nie Wasser geführt. Nachdem die bisherige Lampe, die nur so eine Art Notbeleuchtung darstellte, entsorgt war, übernahm Holger Karnal, hervorragend unterstützt von Thomas Specht, die Installation des neuen Scheinwerfers. Im Mittelpunkt der Arbeiten stand die Sicherheit. Einen Absturz hätte man nicht überlebt. Doch trotz aller Möglichkeiten, die hochmodernes Material heutzutage bietet, ein gewisses Restrisiko bei Arbeiten in großer Höhe oder in tiefen Schächten bleibt. Vor allem auch durch Routine. Das musste auch Herr Karner schon erfahren. Sind Sie schon mal abgestürzt? Ja, 1,5 Zentimeter. Da hat sich dann ein Karabiner verhakt und der hat sich dann freigegeben. Und dann fällt man so richtig doll rein und dann zuckt man erstmal. Ne? Mhm. Da ist man dann so erschrocken, dass man gar nicht anfängt zu schreien. Da denkt man gar nicht drüber nach. Die neue Beleuchtung im Alstedter Brunnen wurde sicher installiert. Und am Ende durfte sogar unsere Kamera einmal mit hinab auf den Grund des Brunnens. Jetzt sind wir hier am Fuße des Brunnens, das Schloss Alstedt. Wie Sie sehen, viel Schutt und die alte Lampe, die wir eben abgebaut haben und die da unten gefallen ist, die wir auch gleich wieder mit nach oben nehmen. Der Boden ist hier ungefähr 2 Meter im Durchmesser, relativ trocken, also Wasser steht keins drin, nur Sickerwasser an den Wänden.